Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Und zwar eine der letzten Folgen für diese Staffel. Es gibt zwar noch nicht viele Folgen in der Staffel, aber wir haben uns entschlossen, aus bestimmten Gründen einen Neuanfang zu machen. Und ja, ich habe jetzt halt die letzte Zeit sehr, sehr lange eigentlich an der neuen Base gebaut, die jetzt mehr oder weniger zwar für umsonst ist, aber ich will sie trotzdem zeigen, weil ich hab mich selbst inspirieren lassen von jemand anderem, von einem anderen YouTuber, der heißt Timmy Carbine Gaming. Den Link zu seinem Kanal bzw. zu dem Video, von dem ich mich habe inspirieren lassen, den mache ich mal in die Beschreibung. Jeder, der es interessiert, kann das ja gerne angucken. Von mir aus ihm auch gerne ein Like da lassen, weil der hat sich da echt Mühe gegeben und richtig geil. Er hat es richtig geil gemacht. Ich bin eigentlich noch nicht fertig, aber ich habe gedacht, komm, wir wollen alle neu anfangen und deswegen zeige ich jetzt das Haus und es macht eh eigentlich keinen großartigen Sinn mehr, da weiterzubauen. Außer vielleicht, um was zu probieren und so rumzutesten, aber okay. Es sind auf jeden Fall einige Mods mit drin. Ich werde versuchen, alle Mods, die daran beteiligt sind, in die Beschreibung zu packen, dass ihr seht, welche Mods das sind. Ich werde auch immer versuchen, das zu erwähnen. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Jo. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an. Also ich stehe jetzt hier vor Arus kleiner Hütte und ja, ich habe halt hier ein Haus zugebaut, was ich eigentlich hier zum Beispiel die ganzen Säulen, das wollte ich eigentlich alles noch verdecken, hier nach unten bauen. Auf der anderen Seite habe ich schon ein bisschen gemacht. Ich zeige es jetzt erstmal kurz von außen, indem ich mal rumfliege. Jetzt muss ich natürlich, okay, pass auf, dann ist hier irgendwo einer mit Ding, mit Sattel. Das ist natürlich super vorbereitet. Nee, super vorbereitet, gell? Okay, da muss ich jetzt erstmal reingehen. Dann gehe ich mal ganz schnell rein. Ihr ignoriert alles, was da steht. Ich laufe mal eben so vorbei. Und dann schnappe ich mir gerade mal den hier. Und ja, da ist irgendwie was, gell? Ja, Ach, komm. Ist super vorbereitet. Okay, so. Ja, passt. Okay. Okay. Also. Und zwar ist es einfach ein modernes Haus. Im Prinzip ist es eine Villa. Und ich fand die Idee so geil. Deswegen habe ich sie einfach mal nachgebaut. Also hierfür verwendet, fürs Au was man hier außen schon sieht, ist einmal die Mod. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Die heißt irgendwas mit Saixang. Also Saixang. Saixang, Saixang, keine Ahnung. Die macht rostfreien Stahl. Aus der Ferne sieht es natürlich auch ein bisschen blöd aus, aber von Namen sieht es echt gut aus, finde ich. Und bei dem Timmy Carbine war noch das Problem, dass man es nicht einfärben konnte. Mittlerweile kann man die Sachen sogar einfärben. Das sieht man dann zum Beispiel hier. Weil als ich angefangen habe, ging das noch nicht. Während ich angefangen habe zu bauen, ging es dann. Deswegen hat man hier nämlich teilweise noch diese Wände hier. Aber die kann man halt wirklich nur in dunklen Farben einfärben. Ansonsten. Es sieht es echt blöd aus, weil dieser ganze Rost da durchkommt. Das sieht echt ekelhaft aus. Okay, pass auf. Ich mache mal jetzt nochmal kurz einen Rundflug. So, also das ist halt so eine Art Terrasse. Hier unten kommt dann quasi das Haus. Ich habe halt versucht, das noch ein bisschen funktional als Base zu machen. Timmy Carbine hat es wirklich nur rein designmäßig gemacht. Hier zum Beispiel wollte ich eigentlich noch eine Treppe nach unten bauen, die dann hier runter geht. Und hier unten wollte ich dann noch einen Pool reinbauen. Das könnt ihr in dem Video von ihm am besten sehen. So ähnlich wollte ich das dann auch machen. Und ja, so sieht es erstmal aus hier. Dann geht es hier hinten noch rum. Da oben kann man mit Quetzal landen. Wie gesagt, funktional habe ich das halt auch ein bisschen gemacht. Hier sieht man, wie ich das machen wollte. Ich wollte hier eigentlich die ganzen Öffnungen noch zubauen. Und überall, wo so Lücken sind. Entweder man benutzt die No-Collision-Mod, die haben wir jetzt hier nicht installiert. Oder man macht es mit Büschen zu, dass man hier außenrum so Büsche macht oder Bäume oder Pflanzen. Weil wir haben die Planting-Mod, haben wir installiert. Das wäre dann so die Option gewesen, die ich versucht hätte. Wobei hier so eine große Lücke, da hat keine Wand reingepasst. Die zu schließen wäre halt nicht ganz so einfach gewesen. Nun ja, auf jeden Fall kann man hier schön, hat man so kleine, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleine Terrassen. Was wir hier zum Beispiel auch nicht haben, ist ein Mod mit schöneren Treppen und mit Railings, die an den Treppen entlang gehen. Deswegen, das sieht man nachher nochmal, wenn wir durchlaufen. Ja. Ich hab halt versucht, noch ein bisschen die Artefakte als Designelemente mit reinzubauen. Und da haben wir hier unten, hier hinten nochmal eine Terrasse, wo man auch teilweise ins Gebäude reinkommt.
Ich finde diese blöden, diese weißen Striche sind etwas blöd, finde ich, in dem. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht seht, oder ob es vom Rendern dann vielleicht sogar wegkommt, aber hier sind so weiße Striche drin und ja, die sehen irgendwie nicht so toll aus. So, hier wollte ich zum Beispiel eigentlich auch noch das hier alles zumachen. Hier unten sind Tresore, die man dann von außen befüllen kann. Man kann hier mit dem Quetzal quasi hinfliegen und kann die dann befüllen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, ich würde sagen, wir gehen uns mal, wir fangen mal unten in der untersten Etage an. Kommen wir mal auf den Haupteingang an. Also der Haupteingang wäre eigentlich hier, wie gesagt, es würde, oh ja, die Frames sind hier auch extrem, gehen hier extrem runter. Ich habe normalerweise 60 Frames. Und hier habe ich dann um die 30 oder 25 sogar nur, weil es einfach so viele Strukturen sind. Ja, wie gesagt, hier sollte eigentlich noch eine Treppe runtergehen. Mehrstufig quasi. Also immer Stück gerade, Treppe, Stück gerade, Treppe, Stück gerade, Treppe. Bis zum Wasser runter. Und da unten wollte ich dann noch einen Pool hinbauen. Aber das kostet einfach so viel Zeit. Und ich habe mir gedacht, komm, bevor ich hier die Zeit investiere, machen wir doch lieber eine neue Staffel und fangen die an. Ja, auf jeden Fall, hier ist der Eingang. Mit diesem Cyxang-Mod gibt es auch diese riesen Gates. Mittlerweile auch in anderen Größen. Und die Tür ist eigentlich ziemlich cool, wie die hier aufgeht. Echt cool. Dann habe ich versucht, hier diesen riesen Eingang nachzubauen, weil ich das auch echt edel finde. Nur halt, wie gesagt, ohne Geländer. Ihr könnt euch, wie gesagt, gerne das Video angucken. Da sieht man es dann. Die Treppen sind auch so. Das Problem ist genau, das sind jetzt im Prinzip eigentlich Ceilings, die so ein bisschen aussehen wie Treppen, weil diese normalen Treppen, die hier dabei sind, die sehen, finde ich, zwar auch in Ordnung aus, aber wie ihr seht, die gehen halt nicht komplett eine Ceiling weit, sage ich mal, die sind nicht ganz so weit. Und wenn ich das jetzt hier hingebaut hätte, hätte ich entweder hier die Wand offen lassen müssen, sodass die Treppen quasi erst ungefähr hier anfangen, oder ja, oder das würde halt einfach alles blöd aussehen. Deswegen habe ich das einfach so jetzt mal gelöst. Man hat zum Beispiel, das sieht auch hier, da kommen die Wände durch. Da ist irgendwie, hat man gerade gesehen, da ist irgendwie noch eine schwarze Ceiling durchguckt so ein bisschen. Aber mein Gott, ich habe halt versucht, das Beste draus zu machen. Aus den Mods, die installiert sind. Weil wir haben eh das Problem schon gehabt, dass die Mods zu viele waren und wir teilweise echt Probleme hatten. Zum Beispiel, wenn Update rauskam, dann konnten sich manche nicht verbinden. Wir hatten Verbindungsprobleme, manche Leute mussten ihre Mods komplett deinstallieren, wieder installieren. Und so weiter und so fort. Wir werden wahrscheinlich auf dem neuen Server auch keine einzige Mod installieren. Vielleicht so eine kleine wie dieses Better Spyglass, aber keine tiefgreifenden Mods wie zum Beispiel dieses Stahl oder dieses Holz oder das Glas, was da damit kommt noch. Das allein sind nur drei Mods übrigens. Das Holz. Die Mod heißt Akushima RWT Standalone. Also es gibt ein komplettes Akushima Mod Pack und daraus gibt es aber diese ganzen Mods nochmal einzeln. Das Glas unter anderem, was man hier sieht, ist aus Akushima JSG. Das ist vom Pimp My Dino, die Werkbank. Und hier drin ist ein Generator, der wird wahrscheinlich mittlerweile gar keinen Strom mehr haben, oder? Ja. Das ist ein Generator aus der Mod Bulk Crafters, glaube ich, heißt die. Und der Generator, an dem das Besondere ist, der läuft ganz normal mit Gas natürlich, aber auch zur Not mit Öl oder mit Kristallen. Ich hole gerade mal Kristalle, beziehungsweise das machen wir gleich. Ja, und ich habe den hier einfach so ein bisschen in Glaskasten gepackt. Nach dem Motto Tony Stark mit seinem Arc-Reaktor, der in der Mitte von der Insel ist. Ich konnte hier leider nicht weiter runterbauen. Man sieht hier schon, das Gras guckt durch, obwohl hier eigentlich noch relativ viel Platz drunter ist. Aber das manche Grasbüsche sind so hoch. Also ein Rasenmäher wäre mal richtig geile Mod oder sowas. Ein Rasenmäher, wo man dann diese Grasbüschel wegmachen kann, wäre mal richtig nice. Ich glaube, hier irgendwo hat auch noch ein Holz. Balken durchgeguckt. Okay, wenn man es nicht sieht, auch gut. Auf jeden Fall, das Gute an dem Generator ist, die Outlets muss man nicht mit Kabel verbinden, sondern es gibt so Kristall-Outlets. Ich fliege mal nachher mal durch das Haus durch, dann zeige ich das. Und die kann man kabellos platzieren in einer richtig, also finde ich, richtig weiten Distanz. Und von diesen Kristallen, das sind dann quasi diese Outlets, kann man dann Stromgeräte anschließen. Das zeige ich gleich mal. Ich gehe mal erstmal hier rüber. Hier habe ich einfach mal so ein bisschen eine Leseecke reingemacht, so eine Art Bibliothek. Ich meine, wir haben jetzt zwar keine Bücherregale richtig, aber ich dachte mal, komm, nimmst halt diese Bookshelves und halt hier von Pimp My Dino diese schönen geilen Sessel, wo man sich dann schön reinsitzen kann. Genauso mit den Stühlen hier noch dran. So, diesmal richtig rum hingebaut. Und ja, hier hat man nochmal eine Tür, wo man halt hier raus kann zur Terrasse.
da ein bisschen hoch. Hier, das meinte ich nämlich mit den Dingern. Ich habe die halt so gebaut, dass man hier halt nicht direkt irgendwie runterfällt. Hier wird man theoretisch runterfallen, aber ja, da wären halt so Railings geil, die, ne, die man hier schräg bauen kann. Naja, auf jeden Fall kam man hier schön hoch. Ich habe mir hier noch überlegt, dass ich diese Treppe um eins nach rechts versetzen würde und hier dann quasi noch einfach so einen Rundgang hier rum, dass man hier wieder rauskommt, weil hier kann man nämlich auch runter und wieder hoch. Hier kommt man dann auch raus und rein. Und dann hier kommt man sozusagen fast komplett außen rum einmal. Ich kann jetzt mal hier noch zeigen. Hier wäre dann einfach nur noch so ein kleiner Balkon und hier könnte man auch noch runter. Dann kann man hier wieder rum rein. Hier sind diese ganzen Einkerbungen für die Artefakte. Und hier wollte ich dann eigentlich auch noch einen Weg runterbauen, der mit Steinen und also mit diesem Planting-Mod mit Steinen und mit Gräsern zum Wasser, weil das sollte ja eigentlich unser Wassergehege werden. Aber ja, die Mosas spawnen ja noch nicht so richtig. Also ich weiß nicht, wann das Video rauskommt. Am 28. Juli soll ja das Update rauskommen für das Center mit dem neuen Redwood-Biom und das sind auch die Spawns gefixt. Also dann sollte es zum Beispiel auch Mosas geben, genug Mosas, wahrscheinlich auch weniger dank Leosteos und weniger von dem anderen Vieh im Wasser. Und dann wäre das auch wieder was ganz was anderes, aber ja, heute ist, keine Ahnung, ich glaube der 18., 19. Juli, also von daher, ich weiß noch, wie gesagt, nicht, wie, wann ich das schneiden und rendern werde, aber ja. Okay, kommen wir hier mal zum, ich würde sagen, eigentlich zum Schmuckstück, zum Hauptaugenmerk der Base. Ich habe hier unten, wie gesagt, Tresore hin platziert und habe das halt so gebaut, dass man hier schön komplett alles arbeiten kann. Also hier schön alle Werkbänke. Ich meine, das ist jetzt dieser, das ist die Woodbench für das RWT, wo man die ganzen Holzsachen drin machen muss. Da braucht man, im Prinzip muss man diese Kohle-Dinger da, Reinforcer-Kit bauen. Dazu braucht man halt ein Metall, Zementpaste und Holz. Und aus den Dingern wiederum kann man dann diese Teile hier bauen. Und das Tolle an dem RWT-Mod ist, die Pillar, wenn man eine Ceiling baut, die Pillar snappen richtig dran. Also die gucken nicht oben raus, sondern die snappen richtig dran, sodass man auch nachträglich einfach die Ceilings ausbauen kann und dann einfach wieder einen Pillar unten dran machen kann. Ich nehme die mal mit, ich demonstriere es mal eben nachher, wenn wir runtergehen. So, ich nehme die einfach mal mit, so. Und ja, hier haben wir dann noch den Large Fabricator, ist auch eine Mod. Der hat nämlich 500 Slots, sodass man auch mal die Ascendant-Sachen craften kann. Dann haben wir den normalen Smithy, dann haben wir die Assembling Station, das ist von dem Sykeseng Mod, wo man dann diese ganzen Sachen hier, wo man diese ganzen Wände macht, die LEDs, es gibt auch LEDs davon. Ich glaube, die habe ich jetzt gerade gar nicht gezeigt, wir haben nämlich hier am Eingang welche. Also hier ist auf jeden Fall noch die Workbench, Chemistry Bench. Und diese Sachen sind auch von dem Sykeseng Mod, weil dieses Sykeseng Mod ist leider, finde ich, etwas umständlich zu craften, weil eine ist so eine, Wand braucht diese Steel Ingots. Das ist ein neues Item von dem. So, da übrigens noch ganz viel übrig. So, diese Steel Ingots mache ich hier drin. Die wiederum brauchen Charcoal. Das ist das ganz normale Charcoal, was man kennt. Und Coke. Und Metal Ingots. So, und die Coke muss man hier drin machen. Aber man kann hier drin auch aber auch Charcoal machen, beziehungsweise Hot Charcoal. Die muss dann erstmal abkühlen. Und es kühlt immer eins nach dem anderen ab und man macht auch immer nur eins nach dem anderen. Und aus dem Hot Charcoal wird dann normale Charcoal und durch die normale Charcoal kann ich dann hier wiederum diese Coke machen. Also es ist echt umständlich. Und ja, also diese Mod, also wenn man die Kohle, könnte man auf jeden Fall effektiver in einer Industrial Forge machen. Wenn man aber Zeit hat und das zum Beispiel nachts laufen lässt, dann ist es ganz praktisch. Dann kann man nämlich hier die Sachen befüllen mit Holz, kann die Dinger craften lassen, wobei das Craften hier geht sogar einigermaßen. Es braucht Strom, deswegen das mache ich gleich mal an. Die Dinger laufen zum Glück mit Strom. Also die brauchen kein Gas und nichts, das heißt, sobald man Strom hat, reicht es. Ich nehme hier gerade mal Kristalle raus. Achso, siehst du, da habe ich auch noch was gar nicht gezeigt. Ich hoffe, ich vergesse echt nichts, ey. So, die tue ich jetzt mal hier rein, mache jetzt Activate Reactor und dann leuchtet der ein bisschen mehr. Und dann hat das ganze Zeug hier Strom und ist automatisch auch an. Und erzeugt halt auch Hitze entsprechend. Also man sieht es unten links, da ist das Hitzesymbol. Jo, und diese Charcoal, diese Coke geht eigentlich. Also man kann hier, ne? Achso, ich quatsch hier. Craft. Es geht. Es werden auch gleich 4 Stück auf einmal erstellt. Deswegen, das geht auf jeden Fall. Und in dem Ding kann man dann Metall machen und zwar
normal Hot Metal Ingot, also das gleiche Prinzip wie beim Hot Charcoal. Man braucht 10 Metall und 10 Coke und daraus werden dann aber direkt 10 Metal Ingots oder 8, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall, man kriegt mehr Metall raus, aber es dauert halt auch ewig, bis dieses Hot Metal Ingot abgekühlt ist und zum normalen Metal Ingot wird und man kann dann diese Steel Ingots bauen und dann halt nochmal extra Glas für diese ganzen Glastüren. Also dieses Glas ist von einem anderen Mod als das Saixeng. Das ist ein anderes Glas, weil dieses Saixeng, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, ob man es jetzt generell sieht, wenn es regnet. Ja, hier, genau. Also je nachdem, wie rum man das macht, das spiegelt ein Berg. Der spiegelt aber auch, wenn man innen drin ist und eigentlich hinter sich eine Wand hat. Deswegen, ja, etwas komisch. Auf jeden Fall, das ist so. Und hier haben wir nochmal richtig geil einen Garten. Da sind grüne LEDs drin. Wenn es dunkel ist, sieht das ziemlich cool aus. Mit einem Baum, der von ganz unten bis ganz nach oben geht. Und ich habe versucht, dass der hier nirgendwo durchguckt, außer vielleicht da, wo man es nicht sieht. Das war auch ein bisschen Gefrickel. Jo, das war im Prinzip der untere Stock. Gehen wir mal die Haupttreppe hoch. Das ist ja im Prinzip die Haupttreppe. So. Achso, genau, die LEDs wollte ich noch zeigen. Hier sind die LEDs. Da habe ich zwei LEDs mal dran gemacht. Wollte ich eigentlich auch noch überall dran machen. Eigentlich ziemlich cool, wenn das hier drin ist. Die beleuchten zwar nicht so stark, aber sind eigentlich eher so Akzentbeleuchtungen. Könnt ihr auch in dem Video von Timmy Carbine sehen. Hat er auch ziemlich gut gemacht, finde ich. Was er halt allerdings gemacht hat, ist, er hat hier halt eine offene Base gebaut. Er hat es hier alles offen. Ich habe es hier zugebaut. Habe versucht, halt hier das Beste draus zu machen. Ja, ich habe halt hier mal ein bisschen einfach so einen Esstisch dran gemacht. Hier Kühlschränke, ein Industrial Cooker, zwei Industrial Grills, ein Golden Dodo von dem Pimp My Dino Mod. Auch hier wieder eine kleine Terrasse, wo man noch kurz rausgehen kann, so ein bisschen sich das angucken kann. Ach, guck mal, schön, hier ein bisschen ums Eck. Hier ist aber dann Sense. Ja, eigentlich, also, ja. Wie gesagt, halt versucht, funktional das zu machen. Man hat hier natürlich extrem viel Platz. Also hier könnte man zum Beispiel auch nochmal irgendwas reinmachen. Keine Ahnung was. Aber man könnte halt irgendwas reinmachen. Ich denke, wenn man hier länger wohnt, dann würde auch einem einfallen, ach, das wäre hier noch gut und Zell wäre hier noch gut. Ob ich so eine Base nochmal baue, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, allein schon die Frames gehen ziemlich runter. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo wir in der nächsten Staffel bauen werden. Haben wir noch nicht geguckt. Mal schauen. Wir werden auf jeden Fall direkt als Tribe anfangen. Da freue ich mich drauf, dass man halt das Zähm zusammen macht und so weiter und so fort. Ja, bin ich echt mal gespannt. Jo, hier ist dann nochmal eine riesige Dachterrasse, wo dann hier auch der Baum rausguckt. Wo man ja auch runtergucken kann. Hier mit zwei Einlässen für Artefakte. Einfach so ein bisschen als Zierde noch. Die von der Seite sichtbar sind. Hier halt eine riesen Terrasse, wo man auch theoretisch mit dem Quetzel landen kann. Und dann halt hier rein kann. Da habe ich aber selber gerade auch nochmal was anderes gemacht. Hier hat man dann nochmal eine niedrigere Terrasse. Hier habe ich ein bisschen mit den Farben rumgespielt. Das müsste eigentlich weg. Weil wir haben versucht, die normalen Stahlwände mit Türkis, also mit Aros Farbe einzufärben. Und ja, sieht halt nicht ganz so toll aus, weil wie gesagt, hier sieht man den Rost viel zu sehr durch, man sieht es hier. Aber mittlerweile kann man auch die anderen Wände einfärben, das haben wir dann hier versucht. Ja, aber ja, sind halt nicht weit gekommen, deswegen, ne. Ich habe halt erstmal meine Farbe genommen, weil ich habe es ja auch gebaut. Sorry Aru, aber gut. Ja, wie gesagt, hier kommt man halt runter, so rum und so rum. Dann kann man hier direkt nochmal hier hin. Hier geht es dann nochmal zum ersten Stock hoch. Einfach, dass man halt nicht nur angenommen kommt von hinten rein, dann muss man nicht gleich hier nach ganz vorne rennen, da die Treppen hoch und dann wieder hier hin. Zu dem Stockwerk. Und dann haben wir noch ein drittes Stockwerk, das ist sozusagen das Schlafzimmer. Das ist halt ein bisschen kleiner und auch ein bisschen versteckter. Übrigens, die Türen finde ich geil. Das habe ich auch eben erst entdeckt. Ich habe nämlich eben erst noch das Haus fertig gebaut. Also den das alles, was außen rum ist, was ihr außen rum seht. Ja, super. Irgendwas passt. Okay. Ja, passt nicht so ganz. Also alles, was ihr außen rum seht, habe ich gecraftet und gefarmt und richtig gebaut. Die Innenausstattung habe ich jetzt einfach aufgrund dessen, dass es eher eh für die Katz ist, sage ich mal.
habe ich die gecheatet. Also die ganzen Betten, die Kühlschränke, wobei die Sachen, die unten drin sind, die Tresore und so weiter und so fort, also die ganze Werkstatt, die ist noch normal gecraftet, bis auf die Chemistry Bench. Aber hier habe ich jetzt erstmal einfach alles, ja, weil bringt ja eh nichts, wie gesagt, ne? Ist ja eh alles weg. Und deswegen sage ich auch, hier ist so viel Platz, da fällt bestimmt einem noch ein, man hätte hier noch Schränke hinbauen können oder hier in die Mitte oder irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht auch noch so ein Glaskasten, wo irgendwas drin ist, weil hier ist ja Platz. Ja, so, hier geht's nochmal ein Stockwerk höher. Na? So, hier ist nochmal ein Stockwerk höher. Das ist auch ein bisschen suboptimal, das ist auch mehr oder weniger eine Notlösung, weil ich, keine Ahnung, ich wollte eigentlich auch eine Treppe hinbauen, wie bei den anderen Treppen. So, und dann hat man hier quasi nochmal so eine Art kleinen Landeplatz, wo man dann im Quetzal landen kann. Hier könnte man eventuell noch eine Treppe nach oben bauen und dann oben auch nochmal drauf landen. Ich fliege gerade mal hin. So, hier eventuell, wobei hier wird es schon ein bisschen schmal, ne? Da hat man drei, da hat man vier Ceilings weit. Hier hat man auch, wobei hier hat man auch nur drei, mehr oder weniger. Ja, 1, 2, 3. Und dann das vierte kriegt man ja nicht. Ja. Und im Prinzip war es das eigentlich. Ich fliege jetzt nochmal langsam außen rum. Ach ne, genau, ich wollte ja noch innen drin was zeigen. Ich hoffe, ich habe auch keinen Mod vergessen. So. Zack. Ich habe jetzt auch momentan Gott und Infinite-Satz drin. Einfach damit ich nichts trinken muss und wenn ich irgendwo runterfall, nicht gleich tot bin. Ich zeige jetzt einfach nur die Base und das war es dann im Prinzip auch. Ich überlege nur gerade, ob ich was vergessen habe. Also ich habe hier, ach genau, die Ceilings, die Pillar wollte ich noch zeigen. Also hier, wie gesagt, kann man komplett außen rum rennen. Und hier, das ist ein bisschen größer zum Beispiel, weil einfach mehr Platz ist. Und dann hat man, also dieses Gebilde findet man quasi auch woanders. Ich wollte diese ganzen Metallwände hier, wollte ich dann auch noch durch die Stilwände ersetzen und einfärben, weil halt einfach ohne diesen Rost das einfach schöner aussieht. Dann gehen wir mal kurz runter. Ich habe hier, damit das Ganze funktioniert mit diesem Ding, habe ich hier quasi einfach nur Ceilings unten drunter gebaut. Und wenn diese Ceilings, die unten drin sind, eine Verbindung zu den oberen haben, die habe ich nämlich hier hinten gemacht, hier durch dieses Gebilde, wenn ich jetzt hier wahrscheinlich das abreißen würde, wird wahrscheinlich da oben ziemlich viel einfallen. Und deswegen habe ich es auf Stein gemacht, weil es gibt eigentlich kaum Dinos, die Stein vernichten können. Wenn man jetzt wollte, könnte man das nochmal aus Metall nachbauen. Dann ist man wirklich auf der sicheren Seite. Wobei ich glaube, selbst die Dinger hier und das Steel wird als Metall gezählt. Das sieht man auch diese ganzen anderen Dinger gleich. Jetzt mache ich erstmal kurz das eine. Und zwar, was ich meinte ist, diese Pillar, die snappen halt wie gesagt echt gut dran. Also wenn ich den jetzt hier so hinbaue, dann guckt er nicht oben durch, sondern der snappt wirklich genau an die Ceiling dran. Das finde ich richtig gut. Also ich weiß nicht, ob man einen dieser Mods vielleicht nochmal nach dem Neuanfang benutzen. Entschuldigung, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zum Generator noch, hier habe ich zum Beispiel auch Lücken gefüllt durch diese Grasdinger, dass man da nicht durchgucken kann. Genauso habe ich es mir quasi auch gedacht gehabt für da unten. So, aber jetzt vom einen zum anderen. Das hier sind diese Outlets, die kann man sogar auch aufnehmen und dieses die ganzen Stilwände kann man auch aufnehmen, Pickup-Stil, ne? Das ist auch ganz gut, wobei das kam auch erst irgendwann dazu. Bisher musste ich die dann immer abreißen, wenn ich sie falsch platziert habe. Und in ARK, wenn man mal in ARK was Größeres gebaut hat, dann lernt man fluchen, weil manchmal baut ARK das ganz woanders hin, als man es eigentlich sieht. Und oh, ich habe, was ich geflucht habe beim Bauen hier, könnt ihr ja mal die anderen fragen. Das ist echt extrem. Auf jeden Fall, diese Dinger hier kann ich platzieren. Und wie zum Beispiel hier, das ist für die Chemistry Bench, genau das hier, für die Chemistry Bench, genau, und da kommt das Kabel runter von der Chemistry Bench. Ich fliege jetzt gleich mal noch durch das Gebäude durch. Ich habe jetzt hier unten dann immer wieder ein paar Strukturen abgerissen, soweit es ging. Den könnte ich hier wahrscheinlich auch noch abreißen, wenn ich hier nochmal ein Ding dran baue, genauso wie das hier. Hier hinten zum Beispiel könnte ich eigentlich alles wahrscheinlich abreißen. Dann hätte man schon mal wieder 10 Strukturen gespart, aber mein Gott, 10 Strukturen, irgendwann, das reicht dann auch nicht mehr aus. Hier wie gesagt, habe ich dann halt die Stein-Ceilings gebaut, die wollte ich eigentlich auch noch um mindestens 1 erweitern, wenn nicht sogar um 2 und dann halt mit so einem Ceiling runter zum Boden bauen, dass man hier besser mit dem Quetzal landen kann, weil manchmal landet das Quetzal quasi so dran und dann kann man hier nicht mehr hoch, weil es zu hoch ist. Ich komme hier selber mit dem Springen gar nicht mehr hoch.
Ich muss erst hier hinten über die Thatch. Und dann kann ich hier hoch. Jo, auf jeden Fall kann man hier von unten schön die Tresore beladen und oben kann man sie schön nutzen. Also im Prinzip andersrum als in der alten Base. Jetzt komme ich hier nicht mehr rein. So. Jo, habe ich irgendwas vergessen, bevor ich jetzt durchfliege? Ich glaube nicht. Also diese Bookshelves hätte man sogar fast wirklich für die Blueprints nutzen können, wobei die habe ich jetzt momentan hier in dem einen Tresor hinten drin. Aber gut, die sind auch eh dann alle weg nachher. Ja, man kann halt hier noch raus und rein. Ich habe mehrere Möglichkeiten zum Rein- und Rausgehen gemacht. Und ja, ich glaube, dann fliege ich mal durch, weil es gibt hier ziemlich viel Leerraum. Einfach nur damit, zum Beispiel hier, damit die Wand dick aussieht. Ich mache jetzt mal... na, das war vertippt. So. Okay, passt. Also. Moment kurz. Ach so. Ich zeige mal hier zum Beispiel, wie viel Platz hier unten drin ist. Also hier ist eigentlich schon noch einiges an Platz, aber man kann halt nicht mehr weiter runterbauen. Und wie gesagt, die ganzen Blumen, die gehen noch. Aber diese Grasbüschel, die gucken halt leider durch. Das, was ich leider echt blöd finde, aber mein Gott, ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Hier zum Beispiel, diese ganzen Säulen hier am Rand sind alle hohl. Das hier könnte ich theoretisch auch noch rausnehmen, weil man sieht sie eigentlich nicht. Also das sind so immer noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Hier zum Beispiel habe ich dann auch die Wasserleitung gelegt. Für, die habe ich auch nachträglich gelegt für den Industrial Cooker. Das wäre natürlich, wenn man das jetzt richtig legen würde, extrem mühsam, das so hinzubekommen. Weil das habe ich nachträglich gemacht mit per Ghost. Hier ist übrigens dann das für die Kühlschränke. Das sind die Kühlschränke. Hier genauso. Hier ist auch ein Hohlraum. Was man halt dann nicht sieht zum Beispiel ist, diese Wand hier, jetzt sieht es natürlich aus, ob das alles so massiv ist, aber diese Wand hier führt natürlich direkt zum Main Staircase, ja, und deswegen sieht man auch hier diese Wände durch. Naja, wenn ich die Ceilings auf der Innenseite gebaut hätte, diese Wände auf der Innenseite gebaut hätte, quasi von diesem Ceiling hier, weil die sind nämlich auf diesem Ceiling hier, dann würde man das hier nicht mehr durchsehen. Nur, glaube ich, war dann irgendwo was anderes, was einen Nachteil hatte. Irgendwie war da irgendwas, keine Ahnung. Ich hatte das, hier musste ich auch schon ganz oft was abreißen. Ich hatte diesen kompletten Eingang ursprünglich auf der Seite ganz da hinten und habe mir dann gedacht, eigentlich wäre der Eingang hier besser platziert. Naja. Genau, hier sind LEDs. Da habe ich zum Beispiel, ich glaube, hier oben drin direkt. Ne, wo hat mich das hin? Ich glaube, hier unten. Weil die LEDs brauchen keine Kabelverbindung. Zum Glück, weil wäre ja noch schlimmer, wenn jetzt man hier unten den Outlet platziert und die Kabel nach unten gehen. Aber ich weiß gar nicht mehr wo. Ah, hier genau, da. Der hier powert zum Beispiel die LEDs. Hätte ich aber auch direkt hier oben reinmachen können. Aber dann war, glaube ich, wieder irgendwas anderes. Dann hat irgendwas ein Kabel gezogen oder sowas. Ja, muss man halt auch gucken. Hier ist zum Beispiel so, weil man es nicht sieht, hier kommt direkt die nächste Ebene. So, aber, also ich erkläre jetzt teilweise auch das gleiche wie Timmy Carbine in dem Video, aber es ist halt einfach, ne? Ich erkläre es einfach nochmal auf Deutsch für diejenigen, die dann entweder Englisch nicht so gut können oder halt lieber das Deutsch erklärt haben wollen. Hier zum Beispiel sieht man ja die Wände durch, deswegen gibt es hier quasi nochmal eine Zwischenstufe, wo dann hier die Treppen hochgehen. Und wo ich auch ganz viel entfernt habe, ist hier drin. Weil hier ist auch ein kompletter Hohlraum. Seht ihr aber bei dem anderen genauso. Also bei Timmy Carbine genauso. Und hier kommt dann quasi, ne, das Schlafzimmer sozusagen. Und ja, da bin ich so durchgeflogen und habe dann alles rausgenommen, weil sonst wäre ich halt zu Fuß durch, beziehungsweise mit dem Pteranodon durch. Und hätte die Sachen rausgenommen. Ja, das war auch ganz schön Arbeit. Hier zum Beispiel, was man hier nicht sieht, ist, hier kommen direkt die Treppen. Deswegen ist hier einmal was runtergesetzt und das nicht auf einer Höhe von 3, sondern halt nur noch 2 hier unten. Und ihr seht halt, wie gesagt, hier auch ganz viel Platz. Hätte man auch irgendwie was machen können. Keine Ahnung was.
Wobei hier, also ein bisschen Freiraum zu lassen, finde ich eigentlich auch ganz schick. Es wertet einfach auf. Es ist nicht alles so eng beieinander gedrungen, aber keine Ahnung, hier hätte man vielleicht auch nochmal Sessel reinmachen können oder so. Dass es halt auch einfach ein bisschen schön aussieht und nicht nur funktional. Ja. Ich sehe gerade, der Part wird doch schon relativ lang. Also wir sind schon bei über 30 Minuten. Fast. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob ich noch was habe. Also man kann hier zum Glück durch diese ganzen verschiedenen Tore auch mit dem Pteranodon und mit einem Argentavis reinfliegen. Und ja, ich glaube, das war es dann im Prinzip auch. Also was ich definitiv machen werde, ich werde jetzt hier von den Backup machen, weil es so ein geiles Haus ist. Ich finde es richtig geil, ich finde es ziemlich gut gelungen. Ich finde es jetzt vom Design her nicht ganz so schön wie das, was Timmy Carbine gemacht hat, aber es ist trotzdem, finde ich, echt schön. Was halt zum Beispiel schön wäre, ist, wenn man so eine Stahlwand, die habe ich noch nicht ausgetauscht, wenn man so eine Stahlwand hier entsprechend andersrum machen könnte, weil, ja, das sieht halt blöd aus. Ich wollte halt hier einfach den Look des dicken, mit der dicken Metallwand wahren, hier wollte ich auch noch zumachen und so weiter und so fort. Also ist, wie gesagt, noch ziemlich viel offen eigentlich. Ich würde sagen, vielleicht zu, 70-80% fertig. Dann, wie gesagt, würde hier noch der Staircase fehlen und so weiter und so fort. Ja, ich fliege jetzt nochmal einmal kurz außen rum, ganz zum Abschluss. Wie Timmy das auch gemacht hat. Dass man sich das nochmal angucken kann. Vielleicht könnt ihr dann da draußen nochmal, wenn ihr es nachbauen wollt, auch entweder mit dem hier, mit dem Objekt hier oder mit dem Objekt von Timmy euch das angucken. Ja. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Eine Villa. Ich habe mir auch Bilder angeguckt von anderen Villen, einfach um zu gucken, wie man eventuell auch was anderes bauen kann, weil ich wollte es eigentlich, ich dachte mir, 1:1 nachbauen ist halt schon ein bisschen blöd. Es ist ja jetzt auch nicht 1:1 geworden, weil ich musste einfach aufgrund des Grunds, also, ne, weil hier das hochgeht und so weiter, musste ich ja ein bisschen umbauen. Aber ja, ich wollte mich aber andererseits, weil es auch so geil aussieht, auch fast 1:1 dran halten. Das ist halt alles immer so ein bisschen, ne? Man weiß halt nicht, wie es dann ankommt. Ich werde das Video auch Timmy Carbine schicken und werde ihn drum bitten, dass er sich vielleicht mal bei mir meldet und sagt, wie er es findet. Und mal sehen. Hier sieht man auch nochmal ganz schön die Artefakte. Hier unten drin wollte ich eigentlich auch welche machen, also unter dem unteren Balkon, aber das hat dann einfach nicht so gut reingepasst. Ja, so. Jetzt gehe ich hier mal ein bisschen runter, weil da unten sind ja Artefakte drin. Also hier ist ein Artefakt drin nochmal. Ich mache mal eben so, ist noch besser. Ich fliege jetzt nicht nochmal außen rum, aber ja. Da unten sieht man noch die Tresore. Wie ich das gebaut habe. Ich habe unten halt angefangen, deswegen sieht man auch die Setch-Dinger, dass ich da mit diesen Steinpillar und die snappen ja nicht so gut da dran. Deswegen habe ich das mit Setch gemacht. Die hätte ich dann zum Beispiel auch noch weggemacht und so weiter und so fort. Ja, schade drum. Echt schade drum. Sieht das nicht geil aus? Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr die Base findet. Ihr seht hier, ich habe hier auch jetzt nochmal ein bisschen, mache ich kein Geheimnis drum, ich habe hier nochmal ein bisschen was gemacht, einfach um das Haus halt fertig zu bauen. Ich hoffe, ihr freut euch dann auch auf eine neue Staffel. Ich werde versuchen, die Boss-Arenen zu machen mit Shadows Rexen. Hier draußen sind zum Beispiel zwei davon. Der hat die ja hochgezüchtet. Unter anderem ist hier eins Level 564. Ich gucke gerade mal, wie viele Erfahrungspunkte. 2310. Also der hat ja jetzt eh ein Level ab. Also der hat 2400, das ist nicht viel. Der ist gebrüht, der ist wahrscheinlich geschlüpft mit, keine Ahnung, 550, ich weiß es nicht. Und hier nochmal 509. Und die werden wir alle in Anführungsstrichen verheizen, verbraten. Genauso wie unsere Ascendant und Mastercraft und weiß der Geier was Ausrüstung. Werden wir auch alles mitnehmen. Ich weiß nicht, wer alles kommt. Es haben jetzt leider nicht so viele Zeit. Im schlimmsten Fall bin ich wohl alleine mit den Rexen. Aber Shadow allein hat schon gesagt, Shadow allein hat schon gesagt, er kann wahrscheinlich. Von daher sind wir mindestens mal zu zweit. Aru wird vielleicht auch dabei sein.
Und ja, dann sehen wir mal weiter, wie keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 dieser Rechse gegen die Brutmutter bestehen. Kann sein, dass wir da schon sterben. Und wenn wir die schaffen, kommt der Affe. Und wenn wir den schaffen, dann kommt der Drache. Aber ich glaube, beim Affen wird es wahrscheinlich schon ziemlich schwer. Was ich mir erlauben werde, ist, weil es, wie gesagt, es ist eh dann vorbei, die Staffel, die Rechse aufs Max-Level zu leveln. Über einen Befehl natürlich. Die halt dann entsprechend hochzupumpen. Was genau, weiß ich noch nicht. Also Leben und Damage wahrscheinlich. Und die dann mitzunehmen. Und dann gucken wir mal, wie weit die mitkommen. Ich weiß eh nicht, wie viel man mitnehmen kann. Es ist ja, glaube ich, eh begrenzt. Momentan gibt es eh noch einen Bug, dass man das irgendwie gar nicht machen kann. Ich nehme an, das liegt an irgendeiner Mod, die wir installiert haben. Deswegen wollte ich jetzt das hier noch fertig aufnehmen. Weil dann kann ich nämlich diese hier ein Backup, wie gesagt, von machen. Kann das ad acta legen sozusagen. Kann die Mods deinstallieren. Dann fällt hier nämlich eh alles zusammen. Weil ihr seht, hier ist alles aus dem Holz und aus dem Metall und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich alles dann weg sein. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert mit den Boss-Arenen. Also wenn das halt nicht funktioniert, wäre natürlich blöd. Dann kommt natürlich keine Folge mehr. Aber, ja, ich wollte eigentlich auch noch was mit Argentavis machen, aber das lohnt sich dann eigentlich auch nicht mehr. Ihr seht ja hier die ganz vielen Argentavis. Ich habe es ja schon mal gezeigt. Ich wollte die ja zusammenmaten. Ich meine, Shadow hat sowieso mittlerweile auch bessere noch rausbekommen. Irgendwie gibt es da wohl so ein... Ich nehme an, dass es ein Bug ist, dass man halt, wenn man die Tiere einfach oft genug matet, dass irgendwann im Code irgendwas passiert, wo vielleicht eine If-Bedingung oder irgendeine Schleife oder irgendwas falsch gesetzt ist, dass es dann das Level erhöht, weil normalerweise kann man eigentlich nur immer die besten Level, die besten Stats aus den einzelnen Eltern raus filtern und zusammenfügen sozusagen. Und das wollte ich hier eigentlich anhand mit einem Tool zeigen, aber ich denke, das werde ich dann einfach in der neuen Staffel nochmal machen. Und deswegen, ja, dass wir halt auch die neue Staffel anfangen können. So, das war es jetzt aber wirklich, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Oder wenn ihr auch die neue Staffel nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Dann kriegt ihr die neuen Videos mit. Ja. Würde mich freuen.